Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Real Estate Blondies Video. Ich habe heute die liebe Sam mit dabei. Hi, wir befinden uns heute in einem wunderschönen Penthouse auf der Palm Jumeirah mit dem Blick auf die Dubai Marina. Dieses Penthouse hat 4 Schlafzimmer und 5 Bäder. Eine Gesamtfläche von 389 Quadratmetern. Das Penthouse wird voll möbliert verkauft und kostet im Moment 6 Millionen Euro. Ich würde sagen, wir starten direkt mit der Besichtigung und let's show you around. Let's go! Des Penthouses und das erste, was wir hier sehen können, ist The Flower of Life. Sam, sag uns doch mal, was dieses Symbol zu bedeuten hat. Das hier ist tatsächlich aus dem Feng Shui die Blume des Lebens und man sieht auch hier im Eingangsbereich nimmt es große Form an, sodass das Leben hier im Penthouse beginnt. Genau, das Architectural Concept ist auch in dem Open Living Concept gestaltet, sodass eben alles miteinander vereint ist und Feng Shui spielt hier eine ganz, ganz große Rolle. Wir sehen es auch hier im Übergang zum gemütlichen Wohnbereich, haben wir ebenfalls wieder die Elemente von der Flower of Life integriert, zusammen mit diesem wunderschönen Marmorrahmen, also Türrahmen, finde ich auch ganz, ganz toll. Ja, ist wirklich sehr, sehr schön, auch dass es in Gold ist und sieht einfach super hochwertig aus. Der Wohnbereich hier ist auch schön mit dieser etwas tieferen Couch. Man sieht auch, die Farben sind super abgestimmt zum Holz hier. Also auch mit den indirekten Lichtern ist wirklich schön und gibt einem einfach Wohlfühl-Feeling. Ja, man muss wirklich sagen, es ist sehr, sehr gemütlich gestaltet. Und ein wichtiger Fakt: dieses Penthouse hat bereits schon einen Property Award gewonnen für das Interior Design. Und das Interior Design ist von Dubai Design Group, einer sehr, sehr, sehr bekannten Designerfirma hier in Dubai. Ich muss auch sagen, zu dem Feng Shui Konzept ist es einfach auch extrem gemütlich hier, weil wir unter anderem Features haben, wie diesen Feuerdiffuser in der Mitte. Finde ich auch super schön gestaltet. Ist wirklich schön und auch hier in der Mitte die Trennung zwischen dem Esszimmer und dem Wohnbereich. Einen hohen Pfahl mit Marmor- und Holzoptik. Also ist wirklich schön gestaltet. Gehen wir einmal weiter in das erste Schlafzimmer tatsächlich. Wir sehen hier, es gibt Schiebetüren, über welches sich dieser Bereich auch komplett abtrennen lässt. Und das ist eines von den 4 Schlafzimmern, welches in dem Fall umfunktioniert wurde, zu einem Open Space, zu einem Office-Bereich und Wohnzimmerbereich auch irgendwo. Hier im ersten Schlafzimmer haben wir eine gemütliche Sitzecke geschaffen, auch mit einem kleinen Gast. Wir werden hier noch 3 weitere Katzen sehen. Ein kleiner Office-Bereich und ein tolles Wasserfeature, denn hier draußen befindet sich ein Pool. Man hat Ausblick auf den Garten, auf das Meer, auf die Dubai Marina und hier auch natürlich eine kleine Sitzecke. Sehr gemütlich gestaltet, dass man sich hier auch einfach hin chillen kann und nach draußen schauen kann, Bücher lesen. Ja, ganz genau. Ja. Ich finde auch die Deckengestaltung wunderschön, also diesen Ausschnitt zusammen mit der Lampe und der abgesetzten Decke mit der integrierten Deckenbeleuchtung, wirklich sehr entspannt. Und wir gehen jetzt hier einmal noch weiter. Wir haben natürlich auch ein Ensuite-Badezimmer mit einer Schiebetür, lässt es sich verschließen. Wenn wir hier reingehen, haben wir ein Waschbecken. Wir haben auch hier überall die Marmoroptik. Und ganz, ganz schön finde ich tatsächlich die gesamte Wand, auch die sich an der Dusche entlang zieht. Sieht für mich tatsächlich aus wie eine moderne Handyhülle. Aber wirklich wunderschön, dieses Marmorstein in pink-weißer Optik ist ganz, ganz toll. Anschließend zum Wohnzimmerbereich sind wir jetzt im Essbereich, haben hier einen Esstisch mit 8 Plätzen. Ich finde auch super schön, dass man hier wieder den gleichen Marmor hat wie auch auf der anderen Seite. Und das Muster ist auch komplett gespiegelt. Wir haben auch hier Leuchtelemente von Floss mit integriert in dem gesamten Penthouse und übrigens auch das gesamte Möbeljahr ist unter anderem von Minotti, also sehr viele italienische Brands sind hier mit dabei.
Was man auch sagen muss, ist, dass das Mobiliar im Kaufpreis dabei ist. Richtig. Wir gehen jetzt in die Küche und haben auch hier nochmal eine hölzerne Schiebetür, über welche sich tatsächlich die Küche zu einer geschlossenen Küche abtrennen lässt. Und wenn wir hier reinkommen, sehen wir, die Küche ist sehr offen gestaltet. Wir haben in der Mitte eine riesige Kochinsel. Und die Küche ist auch custom made von Ernesto Meda, also auch eine italienische Küche. Wir haben unter anderem auch hochwertige Küchengeräte hier mit integriert von Gaggenau, einen Induktionsherd und auch einen Weinkühler, natürlich ebenfalls von Gaggenau. Des Weiteren haben wir unterschiedliche Features auch in dieser Küche. Genau, und zwar zählt hierzu dieser Schrank, dieser lässt sich nämlich automatisch öffnen, man sieht es, und schließt natürlich auch automatisch. Des Weiteren haben wir hier ganz versteckt auch noch einen Bereich. Ja, das ist echt super cool. Und natürlich haben wir auch hier Teeservice von Hermes sowie eine Schneideplatte aus Edelstahl. Also perfekt zum Kochen und man sieht auch, die Eigentümer scheinen definitiv auch Kochliebhaber zu sein. Wir haben auch hier in der Kücheninsel noch die Möglichkeit für Barhocker. Das heißt, man kann sich auch beispielsweise morgens hier an beiden Seiten schön hinsetzen, genüsslich einen Kaffee trinken und auch die Beleuchtung ist wiederum von Floss. Von der Küche können wir auch über diese Schiebetür auf die Terrasse gelangen. Dennoch, bevor wir uns das anschauen, gehen wir jetzt einmal. Wir gehen nach oben, denn dieses Penthouse ist ein Duplex und dort befinden sich die Schlafzimmer. Angekommen über diesen wunderschönen Treppenaufgang. Dieser Treppenaufgang ist komplett aus Holz und hat auch ganz besondere Feature, und zwar den Bewegungsmelder. Sobald man sich der Treppe nähert, gehen die Lichter an. Und auch hier wieder haben wir Leuchtelemente von Floss. Schauen wir uns jetzt die drei Schlafzimmer an. Das hier ist das zweite Schlafzimmer und wurde hier umfunktioniert als Kurzatelier. Schauen wir uns aber nicht an, wir gehen direkt rüber ins nächste Master Bedroom. Dieses Master Bedroom gehört zum Herrn des Hauses. Das wird man auch gleich sehen, denn wir haben hier direkt am Eingang einen begehbaren Kleiderschrank, welcher definitiv in der männlichen Art und Weise ausgestattet ist. Des Weiteren haben wir hier ein Badezimmer. Man sieht es. Ja, eine elektronische Toilette von Toto. Also auch hier die hochwertigsten und neuesten Technologien. Dann haben wir hier eine Badewanne zusammen mit einer Regendusche und ich finde auch die Rückwand super schön. Super schön. Die Armaturen sind auch in Schwarz gestaltet und verleihen all dem noch mal mehr Kontrast, auch mit den LEDs hier. Ja, wir haben auch integrierte Ablageflächen. Man sieht, hier wurden beispielsweise Parfums positioniert und auch im Spiegelbereich haben wir wiederum diese Rückwand, die schwarzen Elemente der Sanitaryware von Jesse, Unterbauschränke wieder im gleichen Holz. Also wirklich sehr schön und man wird es auch gleich sehen. Das Design, die Ausstattung dieses Badezimmers unterscheidet sich auch farblich von der Kombination deutlich von dem Schlafzimmer und Badezimmer der Dame des Hauses. Schauen wir uns gleich an, gehen aber jetzt einmal noch in den Schlafzimmerbereich. Wie man erkennen kann, ist es männlicher gestaltet. Aber was mir gefällt, ist auch wieder diese Rückwand hier mit der Holzoptik. Sieht warm aus, auch hier wieder Leuchtelemente überall verbaut und natürlich auch das indirekte Licht in der Decke. Wir haben auch von hier die Aussicht auf den Palm Tower, welcher im Moment noch den höchsten Punkt auf der Palme darstellt. Und jetzt, liebe Sam, lass uns einmal in das Schlafzimmer gehen, der Lady, der Königin des Hauses. Wir sind jetzt hier angekommen im Schlafzimmer der Dame. Was mir auch als erstes auffällt, ist tatsächlich dieser wunderschöne Ausblick von hier durch die große Fensterfront und natürlich auch diesen Marmor, auch hier wieder mit Leuchtelementen gearbeitet, auch hier im Innenbereich. Hat auf jeden Fall was sehr Spezielles an sich. Wir haben hier einen Sessel positioniert in Rot. Dann haben wir hier diese Lederoptik. Man merkt auch, dass hier wirklich an Feng Shui gedacht wurde, denn in keinem der Schlafzimmer befindet sich ein Spiegel. Auch das wieder. Und natürlich auch, dass die
Kennt man auch so aus Dubai, ja, ist auch eigentlich sehr Standard, aber nach Feng Shui auch ist es ja so, dass die Betten in der Mitte des Raumes stehen. Wir haben auch hier auf der Seite einen kleinen Office-Desk installiert, zusammen mit einer schönen Lampe, einer Pflanze und auch einem Stuhl. Und es wurde auch Richtung Bett positioniert, sodass eben diese Marmorwand wirklich das Highlight auch des Zimmers ist. Und auf dieser Seite haben wir noch den Zugang zum begehbaren Kleiderschrank. Jetzt gehen wir einmal in das Badezimmer. Es ist so schön, so hell. Auch hier einmal komplett verspiegelt. Und was mir direkt ins Auge springt, ist diese Badewanne. Was mich total fasziniert, ist dieser Wasserhahn, und zwar in Tropfenform. Sehr, sehr, sehr elegant. Wir haben auch hier eine komplette Spiegelwand. Wir haben Verstaumöglichkeiten, ja, mit Regalen, die auch wieder indirekt beleuchtet sind, und eine riesige Regendusche mit kompletter Marmorrückwand. Wir haben auch an dem Waschbecken wiederum den gleichen Wasserhahn wie an der Badewanne in Tropfenform. Finde ich sehr, sehr schön, auch grundsätzlich mit den Regalen und Unterbauschränken. Ein süßer kleiner Hocker mit dabei. Also man sieht wirklich, das ist das Badezimmer der Frau des Hauses, wie schon zuvor erwähnt. Finde ich sehr schön. Zum Abschluss dieser Penthouse-Tour schauen wir uns jetzt noch unten den Balkon an, und zwar eher die Terrasse, denn dieser ist groß und hat auch besondere Features. Auf dem Balkon angekommen. Ist super warm. Ich muss ja erstmal die Tür schließen, damit die Katzen nicht nach draußen kommen. Zu unserer Linken haben wir einen kleinen Poolbereich. Also ist eigentlich wirklich perfekt, um hier zu entspannen und auch diese traumhafte Aussicht zu genießen. Also man fühlt sich hier wirklich wie im Urlaub. Einfach auch wieder an der Côte d'Azur mit diesen ganzen Pflanzen, mit dem Pool, mit diesem Verschnörkelten. Also es ist wirklich sehr, sehr, sehr schön. Und wir gehen jetzt einmal hier die Treppe runter. Auch hier der Boden wurde einmal hochgehoben, damit wir auch natürlich den Ausblick beim Sitzen genießen können. Hier haben wir wieder Elemente des Feng Shui, um das Ganze hier nochmal abzurunden. Hier kann man sich entspannt hinsetzen, kann auch mal was grillen. Ich habe richtige Urlaubsvibes hier. Tatsächlich. Ja. Also ich muss sagen, es ist wirklich eine schlaue Idee, dass man den Boden hier auch eben angehoben hat, um die Aussicht zu genießen. Finde ich sehr, sehr schön. Die ganzen Pflanzen, die integriert wurden, Dekorationselemente, und die Terrasse geht natürlich noch weiter. Genau, hier auch wieder ganz, ganz, ganz viele Pflanzen. Auch hier kleine Steine am Rande hingelegt. Es ist super europäisch, und auch wieder von hier sehen wir die Dubai Marina, die Beachfront. Alles, was hier dieses Eck zu bieten hat, kann man von diesem Penthouse sehen und natürlich auch wieder den eigenen Privatstrand. Ich finde auch diese Markisen hier sehr, sehr europäisch. Sowas findet man eigentlich in Dubai kaum auf. Finde ich echt cool. Und das war's mit dem heutigen Penthouse-Video. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann vergesst nicht, jetzt einen Daumen nach oben zu geben. Und uns zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um kein weiteres Video zu verpassen. Wenn ihr Interesse habt an diesem wunderschönen Penthouse, dann meldet euch bei uns. Natürlich findet ihr weitere Infos auch in der Videobeschreibung. Wir freuen uns aufs nächste Video, und bis dann. Bis bald.